Wir haben noch einige Spukermittlungen zu machen, ganz viele Quests. Wir wollten heute mal ein bisschen mehr Hauptstory wieder weitermachen, weil wir zum Fort Jericho müssen. Beim letzten Mal haben wir nochmal nachgeforscht, wo die letzten Überlebenden von diesem kleinen Dörfchen von Kate Newsmith waren. Und haben gesehen, ja, der Großteil der Gruppe ist weg. Tatsächlich, es hat nur irgendwie ein, zwei Überlebende gegeben. Die konnten dann halt von der Küste ablegen und flüchten. Und einer von diesen Überlebenden war tatsächlich einer der Okkultisten, der mutmaßlich daran schuld ist, dass diese Situation so richtig mies gelaufen ist. Oh, Talia Lanaoki, schön, dass auch du da bist. So, dann gehen wir mal los. Wir haben, meine ich, ich weiß gar nicht, wir hatten hier noch eine weitere Spukermittlung, wo wir noch was machen müssen. Das haben wir beim letzten Mal nicht mehr geschafft, weil es einfach zu spät wurde. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wie habt ihr denn euer Wochenende verbracht? Habt ihr euch ein bisschen entspannt? Hat ein bisschen was gemacht. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich habe mal es endlich wieder geschafft, Ramen-Nudeln zu machen. Squire Paris Laden. Ich spüre einen Geist hier. Wollen wir? Zu Hause ist, wo man sich wohlfühlt. Zu wenig entspannt, aber dafür viel gemacht. Hat das Spiel eine Questübersicht und so? Ja. Im Prinzip. Es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also wir haben halt hier sowas wie eine Übersicht mit den Spukermittlungen. Wenn ich jetzt mal kurz gucke. Wir haben einmal hier den Eisenmangel von den Heatons. Das mit der Hebamme. Wo ich mich aber frage, das haben wir doch eigentlich schon abgeschlossen. Hier das blühende Leben. In Anführungszeichen haben wir abgeschlossen. Losgezockt, wie immer. Und gut survived oder gekillt. Ein Huhn von nix kommt nix. Genau, und hier gibt es die verschiedensten Sachen. Und jetzt sollen wir zum Beispiel hier für die hier hochwertiges Eisen finden, damit die uns eine ganz tolle Waffe bauen können. Das würde ich auch gerne noch machen. Aber zuerst machen wir diese Spukermittlung. Und dann gucken wir mal. Und ansonsten haben wir hier so insgesamt eine Chronik für die Hauptstory, wo wir als nächstes zum Fort Jericho müssen. Und ansonsten haben wir so ein bisschen die Kartenübersicht, wo wir hier verschiedenste Marker haben, hier für die Hauptstory, für verschiedene andere kleinere Spukermittlungen, die wir noch machen können. Oder noch verschiedenste Ereignisse, Punkte, die wir mal gesehen haben, wo wir noch nichts machen konnten. Also es ist ein bisschen Backtracking the Game hier aktuell. Ja. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Oh, hallo, dich kenne ich doch. Wir haben geschlossen. Jane. Verbanner. Sie war bisher nicht so gut auf uns zu sprechen. Ich werde mal ganz kurz. Ja, okay. Mehr Informationen haben wir gerade nicht über sie. Beyond Two Souls. Das habe ich leider nie gespielt. Ich habe es nur bei Makiken gesehen und hatte gedacht, ja, es ist so voll Choices Matter. Eigentlich das, worauf ich auch voll drauf stehe, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das nicht ganz so meins ist. Deshalb hat mir das halt gereicht, das bei Makiken zu sehen. Bei mir war gestern nach dem Stream noch lange Kochen angesagt. In Doom sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo das Spiel anspruchsvoll wird. Bin mal gespannt, wie es ab da weitergeht. Ist es nicht mehr ganz so langsam? Wo ist der ältere Herr, den ich einmal traf? Er ist gestorben. Ich war auf der Jagd und als ich wieder hier war, war sein Geist bereits weg. Es war falsch, ihn alleine sterben zu lassen. Sein Geist sucht euch nun heim, aber das wisst ihr bereits, stimmt's? Lasst seinen Geist in Frieden, Verbanner. So eine Heimsuchung ist keine Bagatelle. Den Tod ebenfalls nicht.
Der Squire hat mich immer beschützt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen. Jetzt werde ich ihn beschützen. Liebste Jane, zu freundlich. Squire Paris, tut mir leid, euch so zu sehen. Nicht so leid, wie es mir tut. Wisst ihr, ich bin Verbanner. Ich könnte euch helfen, euch beiden. Das ist mein Metier. Ich weiß nicht. Das ist mir alles so neu. Jane ist bei mir, obwohl ich tot bin. Eine außergewöhnliche Frau. Du hast mich nie im Stich gelassen. Und nun, Verbanner, müssen wir weiterarbeiten. Ihr sicherlich auch. Woanders. Das ist merkwürdig. Die sind wirklich vertraut, ja. Aber was hat es denn mit dieser Situation auf sich? Ich meine, sie ist eine Ureinwohnerin. Aber... Ach, das ist ein tolles Detail, oder? Dass sie da am Fenster steht, weil da ein bisschen mehr Licht ist, damit sie ein bisschen schnitzen kann. Das ist ein schönes Detail. Oh, Donut macht einfach einen guten Job. Ihr dort, auf ein Wort, wenn es euch nichts ausmacht. Und der ist noch so dermaßen bei Bewusstsein. Ist ja krass. Langsam immer noch, aber mehr Gegner, engere Gebiete, sowas. Die Herausforderung wird unfairer. Oh, okay. Also, Schwierigkeitslevel durch unfaire Mechaniken. Das ist aber ein bisschen bescheuert. Wir müssen reden. Ich glaube, er meint dich. Wunderbar. Nun denn, raus mit der Sprache. Ein weiterer Geist. Eurer Kluft nach seid ihr eine Verbannerin, wie Mr. McGrath hier. Anthea Duarte. Ja, ich bin eine Verbannerin. Red kann euch übrigens sehen. Kann er das? Interessant. Das Todsein hat ganz andere Regeln und ich wünsche nicht, sie zu lernen. Wie ihr sicher wisst, hat irgendwer irgendwo einen Fehler gemacht. Genau genommen mehrere Fehler. Ach ja? Ja, ich sollte gar nicht tot sein. Und selbst wenn, sollte ich nicht hier sein und mit euch reden. Anscheinend suche ich Jane heim. Ich flehe euch an, tut, was ihr ebenso tut und schickt mich fort. Wow, dass er einfach so, der ist halt so bewusst, er sagt, hey, ich soll nicht hier sein, ich will niemanden einsuchen, hilf mir. Obwohl gerade Jane gesagt hat, ey, lass mal, ich helfe ihm jetzt. Ob sie was mit ihrem Tod, mit seinem Tod irgendwas zu tun hat? Wie seid ihr gestorben? Mein Herz versagte. Ich spürte einen fürchterlichen Schmerz in der Brust. Mir schwindelte. Die Welt stand Kopf. Dann versank alles um mich ins Dunkel. Mein Herz versagte. Und wie konnte es anders sein? Ich, armer Tropf, ich starb allein. Doch war es würdevoll. Zumindest das. Wäre jemand bei euch gewesen, hätte er vermutlich nicht helfen können. Das ist wahr, aber Gesellschaft wäre doch nett gewesen. Liebt ihr sie? Ihr macht wohl Witze. Geister verweilen oft, weil sie nie ihre Liebe offenbaren konnten. Ich bin kein Mann, der seine Gefühle verbirgt, Mr. McGrath. Okay, also keine persönliche, enge Beziehung mit Jane. Habt ihr vielleicht noch irgendetwas zu erledigen, das euch hier hält? Mein Geschäft war der Handel und Handel mein Geschäft, aber ich bin nicht wegen unverkaufter Ware hier, sondern wegen Jane. Sie ist, war meine Leibwächterin. Ein inoffizieller Pakt, den wir dennoch peinlich genau einhielten. Über Jahre habe ich ihr geholfen, eine Gruppe Söldner zu verfolgen, die sogenannten Kolibris. Erzählt weiter. Lieber nicht. Jane ist eine stolze Pennycock und ihre Geschichte erzählt sie lieber euch als eurem Mann. Sie traut Weißen nicht gerade. Ach, wieso? Schockierend. Fort. Bevor wir New Edentown verließen, arbeitete Jane im Geheimen. Und zwar an einer Karte. Vermutlich plante sie etwas Gefährliches. Unerledigte Aufgaben. Ich würde diese Karte gern sehen. Schaut hinter mich. Dort befindet sich ihr Quartier. Wahrt Diskretion. Sie misstraut mir schon genug.
Bedeutet es aber, dass wir... Okay, ich vermute schon fast, dass wir am Ende Jane beschuldigen müssen. Und zu diesem Zeitpunkt wird mir das schwer fallen. Vielleicht hat sie irgendwas Böses getan, damit mir das besser und leichter fällt. Janes Aufzeichnung. Paris verbirgt etwas. Kasse im Tresor prüfen. Schlüssel? Jane traut ihrem Herrn nicht. Wir sollten unsere Nase mal in die Bücher des Squires stecken. So, ist hier denn irgendwo was verborgen? Ich sehe direkt erstmal nichts in der Geisterwelt. Briefe. Wir wissen noch nicht, was los ist. Jane beschuldigen, sie muss sterben. Paris, mir wurde gesagt, im Sommerheim der Ureinwohner in der Nähe von Thickskins Lager könne man gut jagen. Außerdem habe ich gehört, dass eure Ureinwohnerjägerin dort auf der Pisch sei. Ich möchte ebenfalls dort auf die Jagd gehen. Meine Karte ist ein alter Jägerstand eingezeichnet, der gut dafür geeignet wäre. Bitte seid so gut und gewährt mir Durchlass, auf dass mich euer Oh Gott. Okay. Ich lese es einfach so vor, wie es da steht. Ich finde es politisch nicht korrekt. Auf dass mich euer Indianerweib in Frieden lässt. Ich wäre euch sehr dankbar. Teddy Shepard. Shepard, wenn ich euch in meinem Jagdrevier sehe oder auch nur rieche, bedeutet das Krieg. Jane. Sie verteidigt diesen Teil des Waldes vehement. Wie du deine Decke, wenn die Nacht kalt ist. Ja, okay. So. Wir haben jetzt Janes Quartier untersucht. Jetzt müssen wir mal hier hinten schauen. Nö. Hier gibt's nichts. Wir nehmen hier nur ein bisschen Wiesenkerbel mit. Das bringt uns aber nichts. Ist hier drauf? Warte mal, hier ist eine Leiter nach oben. Okay, die scheint nur Deko zu sein. Ich will euch nicht drängen, aber bitte beeilt euch. Okay, gehen wir noch mal rein. Wir haben irgendwas übersehen. Also in der Geisterwelt sehe ich hier nichts mehr. Ah, aber hier im Schrank ist noch was. Janes privates Tagebuch. Die, die nicht erkrankt waren, reagierten schnell, denn wir kannten den Klang des Krieges, doch wir waren zu wenige. Das Gesicht meines Vaters war errötet und mit verschorften Wunden übersät. Die Kolibris schlugen mit ihren Flügeln und verbrannten die Tippis mitsamt unserer Ältesten, die sich darin befanden. Auch mein Vater war darunter. Die meisten waren zu krank, um zu kämpfen. Einige rannten weg. Ich kämpfte. Am Ende wurde ich gezwungen, mich zu ergeben. Ich zählte die Grashalme, als sie mich in Ketten legten. Der Gestank von Asche und Schießpulver haftet noch immer an mir. Und er wird noch so lange mir haften, wie der Gestank mein ist. Wie findet man nach solchen Gräueln je wieder zurück ins Leben? Indem man sich helfen lässt. Und Squire Paris scheint das zu wollen. Apropos Epidemie, war das eine Krankheit, die hier oft vorkam oder etwas anderes? Ja, es wird dauernd davon geredet, dass hier alle krank werden. Guck mal, da ist Jane. So, wo hast du denn... Wo ist dein Schlüssel? Okay. Jane ist da. Wir müssen schnell hier rein und den Tresor aufknacken. Das ist der Tresor. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Befundschreiben von Dr. Ayrton. Mein lieber Freund Paris, nach unseren zahlreichen gewissenhaften Untersuchungen kann ich die tragische Wahrheit nicht länger vor euch verbergen. Mit eurer Gesundheit geht es beständig und unweigerlich bergab.
Ich fürchte, die Tage eurer kühnen Handelsexpedition sind gezählt. Ihr müsst weniger arbeiten und nicht mehr so hart. Und da ich weiß, wie beharrlich ihr seid, muss ich insistieren. Es ist zu eurem eigenen Besten. Sagt alle eure Reisen ab, ihr solltet... Sagt alle eure Reisen ab. Aber solltet ihr doch reisen müssen, trefft die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Reist nicht weit, ohne Rast zu machen, und reist vor allem niemals alleine. Wenn ihr meinen Rat beherzigt, ist es möglich, dass sich eure Brustschmerzen und eure Atemnot nachlassen. Solltet ihr es nicht tun, riskiert ihr eine rasche Verschlechterung der Symptome. Vor allem, wenn euch die kleinen Dinge des Lebens mal wieder erzürnen. Es ist Zeit, die Füße hochzulegen, mein lieber Freund. Ihr habt es euch verdient. Okay, also das mit seinem Herz war ihm bewusst. Die Spektralspuren sind hier auf jeden Fall überall zu erkennen. Ohne einen Schlüssel wird das nichts. Er sollte nicht schwer zu finden sein. Jetzt darf ich ihn finden. Okay, na toll. Muss erst die Truhe versuchen zu öffnen und dann den Schlüssel suchen. Keine Schlüssel hier. Keine Schlüssel hier. Vielleicht jetzt in dem Kistchen? Ich dachte, ich hätte etwas glänzen sehen. Wetten, dass Jane jetzt gleich hier steht und sagt, ey, Alter, was machst du hier? Ist fies versteckt. Okay. Immer noch nichts. Wir werden es finden. Wahrscheinlich im Nachttopf oder so. Oder jetzt im Brief nochmal. Im Feuer? Auch nicht. Vielleicht doch Geisterwelt. Jetzt versteckt, sagt Naoki. Vielleicht doch nicht hier drin. Irgendwo muss es doch sein. Irgendwo muss der Schlüssel doch sein. Unterm Bett nicht. Zwischen Flaschen nicht. Im Brief nicht. Jetzt guckt sie hier unterm Boden. Okay, hätte ja sein können, dass ich irgendwas kaputt machen muss. So, okay, wo... Sie guckt nach oben. Wieso guckst du nach oben? Ja, schön, du guckst nach oben, aber warum guckst du nach oben? Oh. Ich habe das Leuchten da gar nicht erst erkannt. Als das, was es ist. Weil es ja halt hier überall so gelblich leuchtete. Weil halt Kerzenschein, ne? Ich hätte einen Schlüssel deponiert. Hättest du wohl. Da, das Archiv des Squires. So, untersuchen wir das mal. Squire Paris Kasse. 24 Scheffel Mais von den Pennacook. Verkauf 12 Scheffel Mais in New Eden. Kauf 210 Decken von F. Guverger. Und verkauf 210 Decken an die Pennacook. Das ist eine ganz gemeine Geschichte. Oh nein. Ist doch nicht das passiert, was ich denke, das passiert ist, oder? Er hat mit den Ureinwohnern Handel getrieben, hat dann von einem Franzosen Decken gekauft und die an die Ureinwohner verkauft. Für alle, die geschichtlich ein bisschen bewandert sind, wissen, dass manche Krankheiten über verschiedene Textilien
aufgrund verschiedener kleiner Mitbringsel in den Textilien weitergegeben wurden. Unter anderem Pocken und ähnliche Geschichten. Könnte Squire dafür verantwortlich sein, dass der Stamm ausgelöscht oder größtenteils ausgelöscht wurde? Harris hat mit den Panacook Handel getrieben. Janes Stamm. Vielleicht dachte er, er könnte aus ihr Kapital schlagen. Das würde zu ihm passen. Sei nicht so zynisch. Das ist meine Aufgabe. Aber ich weiß jetzt nicht halt, ob dieser Verkauf der Decken halt jetzt nach diesem Ereignis war oder davor. Das habe ich jetzt halt da nicht im Kopf, aber tragischerweise, wenn ihr South Park mal gesehen habt, da gibt es auch eine Folge, wo die Ureinwohner ja das Casino haben und die eigentlich alle Häuser in South Park irgendwie einkaufen wollen und darf und die da protestieren und dann haben sie halt auch da Decken verkauft. Und haben sie es halt vorher irgendwie mit SARS irgendwie präpariert, sagen wir es mal so. Und dann halt weiter an die South Park-Einwohner verkauft. Entsprechend hat South Park das Thema genau andersrum nochmal parodiert. Ne? Keine geile Sache. Bescheinigung über Schuldknechtschaft. Auf Geheiß des verehrten Bürgermeisters Fiddle Marbury. Hiermit sei bescheinigt, dass die Indianersklave namens Jane, die in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, die nächsten 7 Jahre Squire Sincere Paris als Schuldknecht dienen wird, bevor sie als freier Bürger anerkannt wird. Wir haben diese Bescheinigung am 12. Tag des Monats Dezember im Jahre 1690 unseres Herrn ausgestellt. Okay. Jetzt ist halt echt die Frage... Warte mal, das war im Dezember. Squire Paris erkaufte Jane die Freiheit und stellte sie dann als seine Leibwächterin an. Das war sehr großzügig von ihm. Der Vertrag kettet den Geist an unsere Welt. In Ordnung. Wir sollten mit dem Squire reden. Warte mal. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal ins Inventar. Oh Gott, wie finde ich denn jetzt diesen Text wieder? Besondere Gegenstände brauche ich nicht. Aufgabengegenstände. Wo ist Squires Buch? Weil es ist ja auch nicht gerade alphabetisch sortiert. Charles Bibel. Demonologen-Notizen. Nee, es wird nicht alles eingesammelt, aber... Ah, okay, ich kann es jetzt... Okay, eben konnte ich es nicht lesen, jetzt kann ich es wieder lesen. Oh, the fuck. Ja, es ist eine Schuldnummer. Squire hat wahrscheinlich irgendwann realisiert, dass er aufgrund der Decken den Stamm vernichtet hat. Und hat dann ein halbes Jahr später dann Jane mehr oder minder versucht zu befreien, weil sie in Sklaverei dadurch geraten ist. Ja. Oh, wow. So wird's gewesen sein. Das ist richtig die Detektiv-Conan-Arbeit hier gerade. Ich wollte gerade sagen, Alpha-Wand? Ja? Ihr habt mit den Panacook Handel getrieben. Janes Stamm. So wie ich mit vielen Stämmen Handel trieb. Wie hätte ich Jane sonst kennengelernt? Weiß sie, dass ihr mit ihrem Stamm gehandelt habt? Nein, und das ist doch gut so. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Bald schon werde ich weg sein. Und das alles wird Geschichte sein. Ungeschrieben und vergessen.
Ihr habt ihr Arbeit gegeben. Wieso? Jane sollte verkauft werden. Als Sklavin nach Übersee. Herzzerreißend. Das durfte nicht sein. So kaufte ich sie und schenkte ihr die Freiheit. Ich dachte, der unaufhörliche Warenfluss würde auch ohne sie weitergehen. Uiuiuiui. Ach so, der weiß, warum der an die Erde gebunden ist und will euch bescheißen. Ja, natürlich. Er will, dass wir das Problem lösen, damit er... Er will uns ausnutzen, damit er, in Anführungszeichen, in den Himmel kommt. Oh. Die Kolibri-Söldner haben Janes Stamm massakriert. Wahrscheinlich ist sie auf Rache aus. Ah, ja. Oh, wow. Oh, wow, natürlich, er weiß das. Oh, wow. Hat er alle gegeneinander ausgespielt? Oh, ich glaube, das ist ein richtiges Arsch. Ihr wirkt nicht überrascht. Warum sind wir wohl hier in diesem Nest namens New Eden? Sie wusste, dass sich hier die Kolibris aufhielten. Ich frage mich, ob euch das an diese Welt bindet. Ja, natürlich. Das muss es sein. Gut. Kann ich jetzt weiterziehen? Jane will Rache an den Söldnern nehmen, die ihren Stamm umgebracht haben. Vielleicht seid ihr deswegen noch hier. Wir müssen mehr wissen, Paris. Oh. Jane hatte ein geheimes Waffenlager im Wald. Ihr feuriger Hain, so nannte sie es. Ich vermute, weil die Bäume dort herbstlich rot leuchten. Waffen im Wald, Bäume mit roten Blättern. Alles klar. Wir verabschieden uns, Squire Paris. Ich werde zu meinem Grab ziehen. Ihr findet mich dort. Lass uns diesen feurigen Hain finden. So, wir hatten dort hinten doch auch so einen feurig farbenen Baum irgendwann mal. Ist hier oben sein? Okay, da war ich noch nie. Da war ich noch nie. Und da kamen wir auch nicht weiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier mit diese rote Eiche gemeint war, aber scheinbar nicht. Dann würde ich mal sagen, gehen wir da jetzt hin. Sie will die Kolibris töten. Eine Mammutaufgabe für eine einzige Person. Sincere benimmt sich in der Tat merkwürdig. Und damit meine ich nicht nur sein endloses Genöle. Ja, weil er ganz genau weiß, er ist schuld, dass der Ureinwohnerstamm so dermaßen krank war, aufgrund der Decken. Und weil er ganz genau weiß, dass er selber die Kolibris aufgrund dieses Umstandes angeheuert hat, damit er diesen Stamm entsprechend überfallen konnte, wahrscheinlich die Waren selber damit abkassiert hat, die Söldner da alle geklaut haben, und dass er halt an Jane rankommen konnte. Mutmaßlich. Ich weiß jetzt nicht, ob Jane vielleicht das Objekt seiner Begierde war, aber auf jeden Fall, dass er an Waren kommt. Wahrscheinlich hat er dann einen Großteil der Decken sogar wieder zurückbekommen. Obwohl, hätte er die zurückgenommen? Weil, warum sollten Söldner... Okay, warum wurden Söldnergruppen angeheuert? Ja, die Siedler wollten natürlich die Ureinwohner weghaben. Ja, most likely, da hast du recht, dass die Decken wahrscheinlich verbrannt wurden. Okay. Können wir gleich erstmal wieder ein bisschen den Kampf üben. Oh! Warum haben diese Geister eigentlich immer so eine
so eine tödliche Darstellung. Wir sind doch Level 17 mittlerweile. Los geht's. Ja, drei Geister auf einmal. So, geht doch. Oh, gehen wir weiter. Hier gibt es tatsächlich noch viele Materialien. Wir nehmen es immer mal wieder mit, dass wir dann nach den Ritualen nie irgendwas extra suchen müssen. Weil ich glaube, das wäre das Nervigste überhaupt, wenn uns dann halt immer noch ein Material fehlt. Das hatten wir zwar letztens auf dem Friedhof, aber da ging es, glaube ich, eher darum, dass wir tatsächlich, dass uns Story-Gegenstände dafür fehlten und nicht normale Grind-Materialien. So, ich sehe hier noch keine roten Bäume, außer da hinten. Da wird es langsam rot. Gehen wir mal da mal hin. Dann kriegen wir das vielleicht hin, gleich den Schling-Efeu wegzumachen. Aber Naoki, falls du noch da bist. Du sagtest ja, du hast das Spiel durch. Wie fandest du es denn bisher? War es gut? Hat es sich gelohnt? Hier sind schon ein paar mehr rote Bäume, aber... wir müssen wahrscheinlich einen Umweg laufen. Ist das Spiel denn sonst eigentlich laut genug? Guck mal, da vorne ist eine Rastmöglichkeit. Haben wir die schon gefunden? Wir gehen mal hin. Oh, alles angenehm. Klärchen, ist doch wunderschön. Guck mal, da ist ein kleines Fähnchen. Und könnte gut sein, dass wir diese Rastmöglichkeit schon längst kennen. Ja, das haben wir sogar schon mal angezündet. Hier waren wir schon mal. So, aber da oben ist noch irgendwas, was wir wahrscheinlich noch nie erkundet haben. Vielleicht können wir da jetzt erst hin, nachdem wir den Schling-Efeu weggemacht haben. Hallo Rabe. Gehörst du zu Seeker? Ah, guck mal, und jetzt sollen wir diesen Schling-Efeu da wegmachen. Der Stein da. Vielleicht ein Brief von den Toten. Der Stein da? Was zum... Seid gegrüßt! Wisst ihr womöglich, warum die Brücke hochgezogen ist? Sir? Oh! Ah! Oh! Können die sich hier mal einen verdammten Tag lang nicht umbringen? Damit wir nichts mehr zu tun haben? Mittlerweile wäre mir das beinahe recht. Boah, ja. Die Leiche muss bloß abwärts getrieben worden sein. Okay, wir machen erstmal den Schling-Efeu weg und dann müssen wir sowieso den Fluss da hinten runter abwärts, um zu gucken, wo die Leiche hin ist. Jetzt müssen wir aber erstmal den Schling-Efeu beseitigen und ich fürchte, das sind ein paar... mehr Geschichten. Okay, eins. Zwei. Und es geht hier noch irgendwie eine Wurzel nach unten. Die ist genau unter uns. Boah. Okay, ich guck mal, ob ich das von hier rechts alles erreichen kann. Wir müssen einmal runter. Na, guck mal. Da hängt was. So. Einmal so. Können wir da von hier aus drauf zielen? Okay, Schuss 1. Schuss 2. Und dann da oben Schuss
3. Hast du schon mal erwähnt, wie gut wir zusammen sind? Hast du, aber ich höre es immer wieder gern. Ne, super. Wir haben eine Brücke verbessert. Boni, weg mit dir. Ich bin bereit. Ja komm, das ist nur ein Hundi. Das kriegen wir doch so weg. Sie sehen echt aufgeregt aus. Stirb, du Drecksau! Nein. Es war ein Hund. Wenn, dann Dreckshund. Okay, ich sehe hier, hier ist ein Boot. Und wahrscheinlich, wenn ich das jetzt benutze, werden wir da mit dem Fluss wahrscheinlich ein bisschen fahren. Gucken wir mal. Das muss dem Opfer gehört haben. Das muss dem Opfer gehört haben? Okay, mehr kriegen wir dabei aber nicht raus. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück nach oben. Und dann folgen wir erstmal hier der Brücke. Achtung, nicht runterfallen. Kein Geländer. Janes feuriger Hain. Sehen wir uns um. Was, sind wir schon da? Das soll Janes feuriger Hain sein? Ah, fast. Wir sind noch nicht da. Wir gehen jetzt erstmal hier rechts runter, damit wir Richtung Fluss kommen. Falls wir am feurigen Hain vorbeikommen, wäre jetzt auch nicht schlimm. Okay, es sagt mir, es ist schon hier. Okay. Können wir hier runter? Nee, wir können hier an der Klippe lang. Oh Gott, so hoch. Die Strömung hat die Leiche vermutlich hier irgendwo ans Ufer gespült. Hier soll die Leiche ans Ufer gespült worden sein. Ich sehe es erstmal nicht. Ich höre aber eine Geisterfalle. Oder eine Truhe. Aber hier ist irgendwas. Da. Loot. So. Aber okay, wo ist denn die Geisterfalle? Die ist wahrscheinlich direkt unter mir, dass ich die von hier aus... Ich sehe, aber ich höre sie so dermaßen laut. Hört sich eigentlich an, als ob die über mir wäre. Aber ich sehe hier nichts im Bauch. Im Baum. Bauch. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier runter. Dieser Baum, der sieht sehr verdächtig aus. Klettern wir mal runter. So, was haben wir denn hier? Ist ein Pyrit? Ja. So. Doch, komm. Ganz schön harter Strauch gewesen hier gerade. Hm, ne? Oh, hallo. Hallo, Leiche. Achtung. Ein Kim. Ja. Ich bin gleich da. Oh, hallo. Warum ist denn gleich so was Riesiges hier? Hallo, du sollst ausweichen. Er weicht nicht aus. Wie, da ist noch einer. Der Vandale macht Vandale? Gar nicht gut. Au. Nein, weg da. Wunderbar. Mehr Spaß. Weg mit dir. Schnell. Au. Du sollst dem Kleingeist folgen und nicht dem Großen.
Er switcht immer wieder auf den Großen um, das ist ein bisschen anstrengend. Und dann kommt nämlich sowas bei zustande. Noch einmal, mit Gefühl. Jetzt kommen schon wieder diese Dinger. Also die Controller-Steuerung, die lässt manchmal echt zu wünschen übrig bei diesem Spiel. So. Einmal nachladen. Dann ist Spektralhinterlassenschaften zusammensammeln. Und dann mal gucken, wo die Leiche denn liegen könnte. Die müsste ja irgendwo hier sein. Hier ist zumindest eine Truhe. Und da ist die Geisterfalle. So. Die Leiche? Leiche, bist du irgendwo hier? Guck mal, da ist was. Ein Bündel von Briefen. Post wie in Town übergeben, die zur Zustellung anderer Adressaten, die sich vermutlich in oder in der Nähe von Fort Jericho aufhalten, bestimmt. Briefe an Fort Jericho. Jetzt hast du eine neue Aufgabe. Du kannst Postbote sein. Das ist nichts für mich. So gefährlich. Wir und Postboten. Ich weiß, wir haben hier gerade noch irgendwas gefunden. Wurde bemerkt eigentlich. Besser gesagt. Als wir hier gerade durchgelaufen sind, kam irgendwann mal das Aufblitzen, dass es hier irgendwo etwas Verstecktes gäbe. Ja. Also hier soll ich angeblich irgendwo etwas finden können. Aber noch finde ich gar nichts. Die Geisterfalle beseitigt. Es soll hier hinten in diesem Bereich sein. Nicht hier zwischendurch? Nö. Da ist eine Alpha-Wand. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Vielleicht ist hier doch noch irgendwo was versteckt. Ja, die Briefe haben wir gerade gehabt. Da ist eine Blutspur auf der anderen Seite. Aber wie komme ich auf die andere Seite? Ich denke mal, die andere Seite ist auf jeden Fall richtig. Wie komme ich von hier... Ah, ich sehe schon. Können wir ein bisschen Stone-Skipping machen? Lass mich dir helfen. Au, au, darf ich mal weg? Oh mein Gott! Antia rufen! Nicht hier, nicht heute. Nice! Schöner. Hast du etwa Angst vor einem kleinen Schlag? Wechsel. Oh, natürlich kommt da sowas Großes raus. Oh, das war ein netter Verbannerschuss. Okay, es ist nett, mal so einen Wechsel gesehen zu haben, wenn man die Geisterkraft von Antea noch nicht aufgebraucht hatte. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ist die Blutspur. Der war noch am Leben. Hier könnte man wieder hoch. Worte der Vergangenheit verweilen hier. Das könnte unser Opfer sein.
Könnte. Eine ziemlich ramponierte Schatulle. Einst gefüllt mit dem Sold für die Miliz. Unser Bote trug auch Geld bei sich. Und jetzt ist es weg. Hängt das sogar vielleicht mit dem Pfeil zusammen? Wer ist da? Helft mir! So helft mir doch bitte! Dich kenne ich doch! Du bist der Junge vom alten Scudder! Hilf mir doch! Bitte! Na los, Junge! Ich blute, aber so schlimm sind meine Verletzungen nicht. Was machst du da? Steck das Messer weg, Junge! Nein! 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 Der Junge vom alten Scudder? Der Stein hat ihn nicht umgebracht. Ertrunken ist er auch nicht. Der Scudder-Junge hat es zu Ende gebracht. Und ihn ausgeraubt. Ein toter Bote, gestohlener Sold und ein einziger Name. Wir kennen zwei Scudders, stimmt's? Stimmt. Und einer von ihnen ist nicht gerade der hellste. Ohne ihn beleidigen zu wollen. Okay. Aber dafür müssen wir ganz woanders hin. Wir gehen jetzt, also wir müssten dafür dann halt erstmal wieder zurück. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt tatsächlich zu Janes Jägerstand.